Hallo Sportsfreunde! Dann herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 12 auf dem Kanal HSPLP. Diesmal wieder mit einem Auswärtsspiel beim Tabellenführer Schalke 04. Genau, du sagst richtig, der Tabellenführer Schalke 04. Letztes Spiel haben wir ja 2:1 gegen Wolfsburg gewonnen. Ja, das war nach zwei Spielen endlich mal unser erster Sieg und jetzt gegen Schalke. Also, wir spielen in der Veltins Arena am 27. August 2011, Anschluss wieder 15.30 Uhr und der Schiedsrichter ist wieder Ludger Falk. Und die Schalker spielen im Tor mit Ralf Fährmann, dann mit Uchida, Hövedes, Metzelder und Fuchs in der Abwehr, Per Kluge, Schmiedebach, Fafan und Holtby im Mittelfeld und noch Juado, sehe ich gerade im Mittelfeld, und vorne Senior Raul. Raul, das ist wirklich ein muss man guter aufpassen. Stürmer, muss man aufpassen. Jetzt aber die Aufstellung von Gladbach. Im Tor Marc-André Ter Stegen. In der rechten Verteidigung Janschke. In der rechten Innenverteidigung Brauers. Linke Innenverteidigung Dante. Linker Verteidigung Darms. Rechtes defensiven Mittelfeld Havard Nordweit. Linkes Defensivmittelfeld ist diesmal ein neuer Mann da. Ja. Lars Rupp. Unser guter Roman Neustädter ist leider verletzt. Er hat eine Wadenzerrung. Genau. Rechtes Mittelfeld Marco Reus. Linkes Mittelfeld Juan Arango. Rechter Sturm Matthew Lecky und Raube bei dir. Linker Sturm, es wird nur noch ein Halbstürmer. Den gibt's sonst nicht. So, aber diesmal will ich das schon vorher machen. Ich werde vorher schon mal den Kommentar ausstellen. Gut, habe ich schon. Gut. Und wir sehen die Schalker letzten drei Spiele. 2-0 gegen Stuttgart, 3-0 gegen Köln und 2-1 gegen Mainz. Also haben eine sehr stabile Abwehr. Eine Siegesserie von 3 Siegen in Folge. Ja, die werden wir versuchen heute zu knacken. Okay. Und los geht's. Oh, wir haben Anschluss. Schalke 04 gegen Borussia München. Da würde ich sagen, wir spielen mal auf ausgeglichen, also gegen Tabellenführer, das spiele ich nicht gleich. Offensive. Es ist mutig, gegen Tabellenführer Offensive zu spielen. Also, ja, aber ich habe das ja nicht eingestellt. Komm, mach mal. Gut. Ah, schade. Schade. So, jetzt die Schalker mit dem ersten Angriff vielleicht verfahren auf Pat Kluge. Zu einfach. Guado, Schmiedebach gegen Brauers. Jetzt Christian Fuchs. Nein, nicht gegen Marco Reus. Mal weg. Oh, das war unnötig. Ja, aber egal. Hauptsache, der Ball ist weg. Oh, gut. Boah, schön. Juan Arango. Gegen Uchida. Du bist im Abseits, sonst würde ich dich gerne anspielen. Danke. Ja, schade. Schade. Da unten müssen wir jetzt aufpassen. Gut, Marco Reus. Nein. Oh ja. Oh ja! Auch gegen Wolfsburg das entscheidende Tor gemacht und trifft jetzt wieder gegen den Tabellenführer. Mensch, das gibt's ja nicht. Wir führen schon wieder. Ich kann es ja gar nicht glauben. Oh, jetzt. Ich glaube, jetzt machen die Schalker ein bisschen Druck. Ja, weil sie müssen ja jetzt kommen. Wir müssen ja jetzt nicht mehr kommen. Wir können die restlichen Minuten jetzt verteidigen. Oh, schöner Satzfalls hier von Juado. Aber da war ein Spieler von uns dran. Ja, da kommt er nicht so einfach durch. Luis Holtby jetzt mit der Ecke. Metzelder, Schmiedebach. Ach, schön geklärt. Okay. Tja. Oh, Drexler! Ja, das mache ich nicht mehr so oft. So, jetzt komm! Nein! Oh, wieder Raul Bobadilla. Nein! Das war zu viel. Oh, ich habe auf offensiv gestellt. Ich wollte ja auf ausgeglichen spielen. So, Verfahren.
Wieder Bobadilla. Raul Bobadilla. Ja! Ein Bein dazwischen. Und ein Fuß dazwischen. Verfahren. Schmiedebach. Schön. Lars Rupp, der Neue. Ja, ich greife keiner an. Na. Oh. Naja, war ein Schussversuch. Na komm, spiel kurz, schau doch. Oh, da ist der Ball mal durchgerutscht. Oh, gut von Dante. Gut von Dante, der sich jetzt mal mit nach vorne einschaltet. Schade. Schade, da wäre ich durch gewesen, wenn er angekommen wäre. Ja. Aber jetzt. Also ich muss sagen, die Schalke haben wir bislang gut im Griff. Also, so viel haben die noch nichts zu sagen. Tor für die Borussia. Wir haben uns so langsam warm gespielt. Das stimmt, wir haben uns warm gespielt. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, weil 2-0 ist noch nicht entschieden. Aber ich muss sagen, Die Schalker sind ja echt schlecht. Also, ich habe von denen habe ich... Komm, hier, passt. Also, von denen habe ich ja noch fast überhaupt nichts gesehen in dem Spiel, von den Schalkern. Die sind Tabellenführer. Ja, vom Tabellenführer erwarte ich eigentlich mehr. Oh. Ja. Schade. Aber vielleicht kommt das noch. Und dafür ist ja erst gerade mal die 35. Minute. Aber guck mal, wenn ich das sehe, also dann könnte ich nicht glauben, dass die Tabellenführer sind. Verfahren. Schalke hat nochmal Einwurf. Wieder Fahrer. Nee, Christian Fuchs. Oh, der kann weit. Ja, der kann weit. Oh, gut gespielt. Juado. Aber knapp daneben ist er auch vorbei. Ja. Schöner Versuch. Oder jetzt. Ah, Lars Rupp. Da war ein bisschen Glück dabei, aber egal, wir haben ja noch den Ball. Ja, gut. Da ist er frei. Ja, schade. Da war wieder ein Schalker Fuß dazwischen. Das ist Schmiedebach. Das dürfte er eigentlich nicht gewinnen. Der kriegt trotzdem einen Einwurf. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Schmiedebach. Wow, Nordwald einfach weg. Erstmal weg. Und Lars Rupp. Und Flanke. Oder hier. Nach hinten. Ja, krieg ich, hoffe ich. Ja, da oben. Da. Nein, das wollte ich gar nicht. Super! Wir führen 2-0. 2-0 gegen Schalke 04. Und zweimaliger Torschütze zu Raul Bobadilla in der 14. und in der 31. Schauen wir uns mal die beiden Tore an hier. Schön angetäuscht und dann ins lange Eck. Und hier dann. Der erste Schuss von Matthew Lecky, Fährmann wehrt ab in die Mitte, wo Raul Bobadilla natürlich ganz frei steht. Okay, die Halbzeitergebnisse. Kaiserslautern liegt zurück gegen München 1-0. Hoffenheim, Werder Bremen 0-0. Hertha BSC führt gegen Stuttgart 1-0. SC Freiburg Wolfsburg 0-0. Gut, es geht weiter mit der Standard, sondern wir führen 2-0. Genau. 2-0. So, jetzt mal gucken. Komm, wir lassen sie erstmal ein bisschen kommen. Die müssen ja jetzt mal was tun. Oh, jetzt Raul, ja. Also von Raul hätte ich mir auch heute bislang mehr erwartet, aber bislang blass geblieben, der Superstar. Ja, ja. Wie wird Raul. Senor Raul. So, jetzt können wir vielleicht mal einen Konter starten. Ach, scheiße. Nee, das... Da war keiner. Jetzt soll ich die... Ah, den kriege ich nicht.
Klar, da wollte ich mal zu einem Foul ausholen. Okay, Uchida. Uado. Fafan. Oh ja, der ist schnell. Raul. Wieder Fafan. Ach, den kriegt er noch. Oh, Verwirrung. Uado. Fafan. Aber ist er weg. Oh, schade. Schade. Fuchs. Wird von zwei Gladbachern unter Druck gesetzt. Und geil. Oh, kriegt den Freistoß. Und dann noch gelb? Sag mal, was war denn daran gelb? Für den zweifachen Torschützen. Also das will ich auch mal gern. Ja, okay. Ja, gut. Die Frage. Ja, okay. Gut, die Frage hat sich geklärt. Die Karte ist berechtigt. Ja. Kann man schon sagen. So, Holtby in der Mitte. Wir haben. So, komm, den setzen wir jetzt unter Druck. Ach, schade. Holtby. Juado. Oh, schöner Trick. Juado. Kluge. Will da einen Elfmeter schinden, kriegt aber nur einen Eckstoß. Verfahren. Ja, wir müssen gleich mal auswechseln, sind schon wieder ein paar Spieler von uns total am Arsch. Oh. Nein. Boah, war aber ganz schön Verwirrung, war ein bisschen Glück. Ganz schön Verwirrung. Nochmal Eckstoß, Verfahren jetzt. Brauers, Höhedes, Kluge, weg, nicht weit genug, wenn wir ein bisschen Glück hat Matthew Leckie nicht den Ball, verfahren. So, jetzt Philipp Dahms, unser Kapitän, ja, da wollte ich wieder zu viel. Ja, Stefan, manchmal willst du zu viel, ne? Ja. Manchmal will ich echt zu viel. Okay, komm. Gut, jetzt wechseln wir mal. Von der nächsten Unterbrechung. Boah. Ach, Raul Bobadilla läuft. Raul Bobadilla muss raus. Der ist am Arsch. Kniesehnzung, ja, das wollen wir nicht riskieren. Dafür bringen wir mal unsere Lebensversicherung rein. Igor de Camargo. Genau. Oh, Lars Rupps auch schon ganz schön platt. Dafür bringen wir mal Patrick Herrmann. Den haben wir ja neu reingebracht. Und in die Auswechselbank. Ja, Auswechselbank. Jetzt bringen wir auch noch Mike Hanke für Matthew Leckie. Gut, jetzt wechseln wir erstmal. Okay. Ja, da sehen wir schon, wie er vom Platz humpelt, Bobadilla. Also da wollen wir nichts riskieren, weil wir möchten ihn ja wieder beim nächsten Spiel dabei haben, wenn es geht. Genau. Und das war wieder unnötig. Aber der ist noch nicht im Maus. Doch. Jetzt ist er im Maus. Schade, ja, gibt es Eckschuss oder Einwurf? Ich meine Abschluss oder Einwurf? Einwurf. Der Ball gehört uns. Danke. Eine Flanke. Ja. Der Camargo. Schade. Die Sicherung kommt nicht durch. Nee, schade. Den hab ich. So, da oben. Eieieiei. Das war nicht so gut. Verfahren jetzt. Für Raul. Ah nein, der hätte ich spielen müssen. Da hätte ich spielen müssen. Oh, aufpassen, Schmiedebach. Raul. Nein, kommt nicht durch. Heute kommt er nicht durch. Schade. Gut, einfach für die Schalker, die jetzt auch wechseln. Alexander Baum, Johann. Ja, für Jurado. Jurado, genau. Raul. Raul. Und dadurch. Fuchs, wieder Raul. Oh, schöne Flanke. Aber Raul Kraus ist ja da. Okay, Baum Johann. Deine erste Aktion. Holtby.
Wieder Schmiedebach. Oh, der kommt da außen durch. Das kann doch nicht sein. Ja, geht doch einer schön weg. Ja. Ja, und dann Raul. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. 87. Also jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Ich stelle gleich mal auf defensiv. Sobald die Anzeige da unten erscheint. Defensiv. So, jetzt habe ich auf defensiv gestellt. Jetzt müssen wir aufpassen, ey, dass wir die letzten Minuten jetzt nicht noch eins kassieren. Oh. So wie jetzt zum Beispiel. Schmiedebach. Schmiedebach. Das war knapp. Ja, dann müssen wir hochgehen zum Kopfball. Wieder verlagert auf die Außenposition. Ja, verlagert auf die Außenposition. Oh nein, abseits, nein. Weg. Weg. Noch kein Abpfiff. Nein, abseits, da darfst du nicht hinspielen. Da musst du warten, bis ich rauskomme. Das waren ja gut und gerne. Oh, so. Oh, ganz schönes Abseits, Alter, aber richtig. 10 Meter, nicht mehr, nicht weniger. Oh, Ter Stegen. Und weg, und weg. Ja! 2-1, wieder dran! Der zweite Sieg in Folge, 2-1. Mhm, genau, ja. Torschützen zweimal Raul Bobadilla und Senior Raul in der 87. konnte nur noch auf 2-1 verkürzen. Tja. Okay. Ja. Die Endergebnisse. Kaiserslautern liegt gegen Bayern München zu. Also, ich wollte sagen, Kaiserslautern verliert gegen Bayern München 1-0. Hoffenheim, Bremen 1-1. Hertha BSC, VfB Stuttgart 1-1 und Freiburg Wolfsburg 1-1. Und wir haben 2-1 gewonnen und der Spielersatz ist Raul Bobadilla mit einer 9,0. Zwei Tore hat er heute gemacht, also. Ja. Schön. Beim Tabellenführer gewonnen, das ist nicht schlecht. Ja. Das schaffen nicht viele. Das schaffen nicht viele. Gucken wir mal, wie viele da war sind. Oh, Spieler verletzt. Raul Bobadilla hat sich verletzt. Die Diagnose lautet Kniesehnzerrung. Er wird für 7 Tage aus. Schon wieder. Fallen. Oh Mann, nein. Schon wieder so ein Pech, so ein Verletzungspech. Also er wird auch fürs nächste Spiel fehlen. Müssen wir mal gucken, wen wir da reinsetzen. Also wir haben Mike Hanke, De Camargo haben wir. Dann haben wir noch King hätten wir noch. Hier diesen Kachunga oder wie der heißt, keine Ahnung. Kachunga, Mandiangu, Yunus. Ja, die hätten wir noch. Ich würde sagen, wir bringen mal unsere Lebensversicherung rein. Ja, Igor De Camargo. Und dafür bringen wir mal auf die Bank diesen King. Ich meine, der ist ja nur als Reserve da, aber falls wir ihn mal brauchen, dass wir ihn haben. Genau. Ich sehe gerade Zweiter sind wir. Zweiter! Hinter Schalke. Das nächste Spiel haben wir dann gegen Kaiserslautern. Ja, gegen Kaiserslautern. So, und ich würde sagen, da jetzt die Transferzeit endet, wir gehen mal auf den Transfermarkt. Genau. Transfer-Deadline-Tag. So, gucken wir mal. Haben 10 Stunden haben wir Zeit. Wir haben 10 Stunden Zeit, also mal gucken, ob wir ein paar Spieler verkaufen können. Also, wir haben bislang 5 Torhüter. Also, da 11 Leute verkaufen wir doch mal einen Torhüter, weil 5 Torhüter... Ja, müssen wir mal gucken. Also, wir haben Bailly, den haben wir verliehen. Dann Ter Stegen, den behalten wir. Dann haben wir Christopher Heimeschrott. Dann haben wir Blaswig und Löhe haben wir. Löhe weg. Löhe. Ja, Löhe verkaufen wir. Den haben wir auch verliehen, den Andersson. Jetzt gucken wir mal, wir haben noch 11 Leute in der Innenverteidigung, 13 im Mittelfeld und nur 6 Angreifer. Gucken wir mal, also wir haben Stranzel, den brauchen wir. Dante auf jeden Fall, Brauers, Darms brauchen wir. Jabnicek. Ich weiß nicht, ob wir den rauchen. Brauchen wir den? Keine Ahnung. Lass ihn mal lieber drin. Ja, falls wir den mal brauchen. Dann haben wir Darms, Wendt. Den Tobias Lewis haben wir auch verliehen. Janschke brauchen wir. Zimmermann als Ersatz. Mandiango. Arango. Rupp. Otsu. Dovidat. Also von denen. Also von denen können wir mal. Ich glaube, die drei verkaufen wir hier mal. Otsu. Dovidat. Und Yunus. Die brauchen wir nicht so unbedingt. So, Max. Korb. Ich würde gerne Nordwald verkaufen. Nordwald finde ich schlecht. So, King haben wir verliehen die ganze Saison, oder den haben wir, oder, wohl besser gesagt, den haben wir uns geliehen. Kachunga.
Verkaufen, verkaufen. Verkaufen machen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob sich irgendeiner interessiert. Oh, da haben wir schon einen von den Blackburn Rovers. Wir möchten unser Interesse an ihrem Spieler De Camargo. Also, Freunde, also... Die spinnen, oder? Also... Die haben nicht mal eine Tasse im Schrank, die haben Drogen genommen oder sowas. Also, Freunde, nee, ganz bestimmt nicht. Also, den De Camargo behalten wir. Mal gucken. Mal gucken, ob sie uns jetzt ein besseres Angebot wieder schicken. Nein. Transferangeboten. Ja, sie ziehen wieder ihr... Sie ziehen das zurück, das Transferangebot. So, machen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen gleich einfach mal auf den Transfermarkt und kaufen uns mal ein. Oder versuchen uns einen zu kaufen. Ich guck nochmal, für welche Positionen wäre es denn am nötigsten. Also Torhüter haben wir genug. Innenverteidiger auch. Ich würde sagen, ein Stürmer, ne? Ein Stürmer, ja. Ich würde sagen, wir holen uns mal einen Stürmer. Kaufen. So, Position. Was können wir uns denn holen? Positionsstürmer. Wir haben nur 6,5 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob darauf einen guten Stürmer herkriegen können. Wir gucken also einfach mal, wer. Ja, einen wüsste ich. Ja, wen denn? Landon Donovan. Ja, Landon Donovan, aber. Ja, wir gucken erstmal, wer so ist. Wer oder, so fällt. Ah ja, stimmt, der Beck ist ja Mittelfeld. Hm. Scheiße. Ach hier, schau mal, wir können ja den. Wir können ja. Ja, klar, wieso nicht gleich. Cristiano Ronaldo. Klar, guck mal, wir können ihn hier kaufen oder ihn, guck mal, wir können die ganzen. Nein, wir müssen natürlich erstmal begrenzen. Gucken erstmal nach dem maximalen Marktwert. Also der darf so maximal 2 Millionen höchstens kosten. Ich meine, ist nicht viel und Gehaltwert darf er auch mal höchstens nur 50.000. Jetzt gucken wir mal. Ah, da werden wahrscheinlich Stürmer kommen, die vielleicht so Stärke 70, 72 vielleicht mit ein bisschen Glück. Aha. Den haben wir da so, Hernan Crespo. Aber der ist nicht gut, der ist zu alt. Wie haben wir denn noch so? Inzaghi, die sind schon zu alt. Geil, wir gehen mal runter. Dann haben wir hier Pandiani, Gomez. Ah, die sind nicht schnell. Carelli, Tamudo. Boah, der Typ sieht ja auch scharf aus, ey. Mulikin. Boah. Robert Irnschuh. Robert Irnschuh, alter Schwede. Oder Daniel Luboja, nein. Aber den Kollegen gucken wir uns mal an. Der ist schnell vor allem, ne? Schnell, mal gucken. Flitzer hat er als Spezialität. Gucken wir mal, er ist 30, aber nur 1,73, 68 Kilo aus Wales. Er kann im Sturm und im mittleren Sturm spielen. Ist ein Rechtsfuß. Und ist mit seinem schwächeren Fuß, hat er 3 von 5 Sternen und Spezialbewegung auch 3 von 5. Gucken wir mal so, ja, okay, Fernschüsse ist er nicht gerade gut, aber Schusskraft hat er gut, Elfmeter hat er gut. Mal gucken, ob wir noch einen guten finden. Ich würde sagen, den nehmen wir erstmal auf die Transferliste. Den halten wir uns noch. Ich würde noch einen guten finden. Ich glaube, vielleicht ist er dann in der Liste, den würde ich auch noch mal gerne mit dem vergleichen. Ja, mal gucken, wir gucken erstmal hier durch, ob wir noch einen finden. Oh, hier, wir können uns einen Schlitzaugen holen. Nein, ich hole mir keinen Schlitzaugen ins Team, Alter. Ja, okay, gucken wir mal nach Landon Donovan. Ja. Aber wir müssen hoffen, dass sie nicht mehr als 6 Millionen kostet. Doch. So wird er geschrieben, ne? Donovan, ne? Ja. Donovan. Ich kann sein, dass ich mich jetzt auch verschrieben habe. Ich glaube, ich habe mich verschrieben. Aber egal, wir gucken einfach mal. We want... Have a look. Er sucht und findet Landon. Ah, 7,5. Ah, schade. Der ist gar nicht schlecht. Aber den setzen wir mal auch auf die Transferliste, aber der ist halt noch zu teuer. Ja. Okay, ich würde sagen, wir warten noch mal so bis noch 5 Stunden verbleiben oder 4 Stunden. Dann gucken wir mal, ob sich bis dahin noch irgendeiner meldet. Wenn nicht, dann fragen wir halt mal an bei Robert Irnschuh. Und Landon. Ja, das geht auch nicht, weil der kostet 7,5 und wir haben nur 6,5. Wir müssen hoffen, dass einer da hinkommt und jemand verkaufen möchte. Ja, wir gucken mal. Ob sich noch einer interessiert. Ja, scheint nicht so. Ja, ich frage jetzt mal an, weil sonst ist die Zeit um. Und dann bekommen wir den nicht mehr. Also, schauen wir mal, ob der gute Robert Irnschuh zu uns wechseln will. Ja. Weil der ist
gut. Der ist schnell. Ja. Und so viele schnelle Stürmer gibt es bei uns nicht. So, fragen wir mal an Robert Irnschuh. Fangen wir mal so 3,6 Millionen. Ich hoffe, das klappt jetzt noch vor Ende der Transferzeit. Transferangebot. Wir möchten unser Interesse an Ihrem Spieler Marx bekunden. Ist er zu haben? Transferart kaufen. Angebot 1 Million. Das weiß ich halt nicht. Ob wir den nochmal brauchen? Wen haben wir denn da auf der Position? Ja, wir haben da, guck mal, die Top 5 im Team. Wir haben da Nordwald, Neustädter, Korb und Baschtöcker. Aber Korb und Baschtöcker sind natürlich nicht so stark. Na, ja. Ja? Ja, ich würde sagen, ja. Ja, verkaufen den mal. Vielleicht bekommen wir da noch ein bisschen Kohle dazu. Jetzt müssen wir uns mal beeilen. Hoffentlich klappt das jetzt noch, der Transfer. So, Transferverhandlung abgebrochen. Die Gespräche zwischen Torben Marx und FC Augsburg wurden abgebrochen, da sie sich nicht auf Einzelheiten im Vertrag einigen konnte. Deswegen hat FC Augsburg einen Rückzug gemacht. Oh, Cardiff City. Oh. Wir haben ihr Angebot für unseren Spieler Robert Irnschuh geprüft und können ihre Bedingungen nicht akzeptieren. Wir werden ihn diesen Spieler nicht verkaufen. Der Grund, der Spieler ist erst kürzlich zu diesem Verein gewechselt, ist also nicht verfügbar. Ja, oh, das ist scheiße jetzt. Ja, dafür können wir halt nicht. Das habe ich nicht gewusst. Ich hätte nicht gewusst, dass er schon da hingewechselt ist. Naja. Okay, dann haben wir uns keinen gekauft. Dann müssen wir halt warten bis zur nächsten Transferperiode. Genau. Genau. Warten wir halt bis zur nächsten Transferperiode. Und das nächste Spiel seht ihr schon. Oh, gegen den Tabellenletzten. Gegen Kaiserslautern. Guck mal, wir sehen. Oh, in der Torjägerliste Platz 1. Raul Bobadilla. Okay, mit Marco Arnautovic, Peckert und Holtby. Okay. Und wir haben mal wieder ein Pressetermin vor dem Spiel gegen Kaiserslautern. Was wollen wir machen? Ja, wir verunsichern laut. Oh ja, den Tabellenletzten noch verunsichern, das ist gut. Ja. Das kommt gut. Kaiserslautern ist unsicher und kann einfach nicht gewinnen. Das stimmt. Ja, die Lauter haben das letzte Spiel 1-0 nur knapp verloren gegen die Bayern. Gucken also wir nochmal. Gegen die Bayern ist es eigentlich noch gut, 1-0 verlieren. Also wir sehen jetzt auf Platz 1 die Dortmunder schon mit 5 Spielen. Allerdings dann die Bayern, Hannover, Schalke, Leverkusen. Wir sind Sechster, aber haben noch ein Spiel weniger. Also wir hätten wieder die Chance, bis auf Platz 4 hochzurücken. Dann Köln ganz knapp hinter uns. Dann Bremen, Wolfsburg, Augsburg, Mainz, Hamburg, Hoffenheim, Nürnberg, Hertha. Dann Stuttgart auf dem 16. Platz, Relegationsplatz. Und auf den Abstiegsplätzen halt Freiburg und Kaiserslautern. Ja, wie gesagt, halt das letzte Spiel gegen den, das nächste Spiel gegen den Tabellenletzten. Das dürfen wir halt nicht unterschätzen. Ich meine, so, die sind nicht so schlecht. Das gut, nächste, also, das Spiel gegen Kaiserslautern machen wir dann in der nächsten Folge. Gut, das Heimspiel. Bis dann, bleibt dabei. Bis dann. Nächstes Spiel. Und wir sind natürlich wieder gespannt auf die Tipps von euch. Schreibt's wieder unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.